Mein Kind hustet jetzt schon seit 3 Wochen. Mit welchem Hustensaft hört denn das jetzt endlich auf? Erstmal ist Husten ein Symptom, keine Krankheit. Genauso wie zum Beispiel Fieber. Das heißt, Husten ist ein wichtiger Schutzreflex, der Schleim und andere Dinge aus dem Körper herausbefördert. Eine Krankheit an sich ist es nicht, sondern heißt nur, dass eine Krankheit vorliegt, bei der gerade Husten benötigt wird. Viele Eltern kommen zu mir, weil das Kind hustet und möchten, dass es unbedingt abgehört wird, weil sie Angst haben, dass eine Bronchitis oder gar eine Lungenentzündung hat. Und klar, beides gibt es und das muss auch erkannt und behandelt werden. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass die meisten Kinder, ein Großteil der Kinder, die ich abhöre, die husten, eine völlig freie Lunge haben. Man kann ganz oft sagen, dass der Husten quasi vom Hals kommt, beziehungsweise von den oberen Atemwegen. Das heißt, die Lunge ist frei, der Husten kommt von hier oben und das beruhigt viele Eltern schon mal. Auch böser Husten, also der so ganz tief klingt, kann harmlos sein. Durch nämlich viel Schleim oder auch eine heisere Stimme kann der Husten sehr tief klingen und dennoch muss nichts Gefährliches dahinter stecken. Und das kann sich alles hier in den oberen Atemwegen abspielen. Es gibt also zusammenfassend 3 Etagen, wovon der Husten kommen kann, vereinfachend gesagt. In den meisten Fällen hier oben im Hals-Rachen-Bereich, das ist für mich immer so der Halshusten. Dann 1 Etage tiefer, das ist deutlich seltener, können die Bronchien, also die großen Atemwege, aber die tiefen Atemwege betroffen sein. Und noch seltener kommt es zu einer richtigen Lungenentzündung, wo dann auch das ganze Lungengewebe betroffen ist. Die Bronchitis ist meistens durch Viren bedingt, da hilft also auch kein Antibiotikum. Bei der Lungenentzündung hingegen gibt man häufiger Antibiotikum, weil hier auch häufig Bakterien beteiligt sind. Wir Ärztinnen und Ärzte können zu einem Großteil allein durchs Abhören der Lunge erkennen, worum es sich jetzt hier gerade handelt. Bei zum Beispiel einer Bronchitis hören wir häufig so einen Giemen oder Brummen oder bei einer Lungenentzündung so ganz feine Rasselgeräusche. Weitere Hinweise gibt es dann dadurch, was die Eltern erzählen. Zum Beispiel bei Raucherfamilien oder wo es viele Allergiker, viel Neurodermitis in der Familie gibt, da ist eine Bronchitis häufig etwas wahrscheinlicher. Hingegen, wenn ich ein Kind habe, was richtig hechelt und Fieber hat und wo ich dann noch diese ganz feuchten Rasselgeräusche höre, das weist eher auf eine Lungenentzündung hin. Also häufig durchs genaue Hinhören und durch gutes Abhören lässt sich die Diagnose schon stellen. Wie lange dauert dann jetzt dieser Husten? Auch wenn du es nicht hören willst, vor allem bei Kleinkindern, kann es durchaus mal sein, dass sie mehrere Wochen lang husten, ohne dass es irgendwie besorgniserregend ist. Häufig dauert das einfach so lange. Hinzu kommt noch, dass vor allem Kita-Kinder ganz häufig einen Infekt nach dem nächsten haben und man gar nicht richtig unterscheiden kann, hustet das Kind noch immer oder schon wieder. Manchmal gibt es auch einen postinfektiösen Husten. Das heißt, ein Kind hat eine Erkältung, ungefähr 1-2 Wochen lang husten und dann ist es eigentlich nicht mehr krank, aber die Bronchien bzw. die Schleimhäute sind noch ganz gereizt. Und bei den kleinsten äußeren Einflüssen kann es dazu kommen, dass ein Kind immer und immer wieder hustet, weil er einfach noch nicht alles so richtig entspannt ist. Man sagt ja auch so schön, eine Erkältung dauert ohne Behandlung 7 Tage, mit Behandlung 1 Woche. So ungefähr ist es auch bei dem Husten. Das heißt, häufig ist weniger mehr und das Immunsystem deines Kindes und überhaupt der Körper deines Kindes ist eigentlich ganz alleine in der Lage, diesen Infekt, diesen meist Erkältungsvirus, selbst zu bekämpfen. Natürlich möchten wir aber irgendwas tun, damit wir uns nicht ganz so hilflos fühlen. Und viele Dinge sind auch sinnvoll, vor allem um deinem Kind ein bisschen das Leiden zu ersparen. Fangen wir an mit feuchter und vor allem kühler Luft. Also, wenn ein Kind zum Beispiel schläft, ist es wichtig, nachts die Heizung auszumachen, im besten Fall vorher großzügig zu lüften oder vielleicht sogar das Fenster gekippt zu lassen, je nachdem, wo dein Kind schläft und wie kalt es draußen ist. Dann kann man die Wäsche vom Tag oder zum Beispiel einfach nasse Handtücher aufhängen, sodass die Luft etwas befeuchtet wird. Manche haben auch so einen richtig professionellen Luftbefeuchter zu Hause, das kann man natürlich auch verwenden. Dann ist es wichtig, die Nase frei zu halten, denn wenn die Nase von deinem Kind zu ist, atmet es durch den Mund.
Und dann wird der Hals unglaublich trocken und dann muss es noch viel, viel mehr husten. Hinzu kommt, dass wenn weniger Schleim in der Nase produziert wird, der auch nicht, wenn ein Kind liegt, nach hinten laufen kann und auch wieder zu mehr Husten führt. Du kannst für die Nase entweder abschwellende Nasentropfen verwenden, hier immer aufpassen, dass man die angegebene Dosierung beachtet, oder du nimmst Kochsalzlösung oder so Kochsalz-Nasentropfen, die befeuchten auch schön die Schleimhäute und sind manchmal auch schon ausreichend. Dann biete deinem Kind viel zu trinken an, optimal ist Tee, aber Hauptsache es trinkt irgendetwas. Wir wissen ja, Kinder husten vor allem nachts. Deshalb, wenn dein Kind liegt, versuch einmal, es ein bisschen hochzulagern mit dem Oberkörper, weil dann einfach ein bisschen weniger von dem ganzen Schleim, wie schon erwähnt, in den Rachen laufen kann. Ich weiß, manchmal bewegen sich die Kinder einfach im Schlaf, dann geht das nicht, aber ein Versuch ist es wert. Was auch gut hilft, ist Honig, vor allem Fenchelhonig. Achtung, bitte nicht bei Kindern unter einem Jahr geben. Hiervon so einen kleinen Löffel geben, entweder zum Lutschen oder in den Tee, kann gut vor allem Reizhusten abmildern. Inhalieren kann man machen, muss man nicht. Wenn man das macht, bitte auf gar keinen Fall niemals Kinder über so einer Schüssel mit heißem Wasser inhalieren lassen. Da besteht einfach eine hohe Verletzungsgefahr. Wenn man inhalieren lassen möchte, manche haben ja so einen Feuchtinhalator, da kann man einfach Kochsalzlösung reintun, das kann manchmal ein wenig helfen. Auch beim Baden entsteht ja schöner Wasserdampf, das kann man auch nutzen. So, endlich kommt sie zu den Hustensäften. Pflanzliche Hustensäfte zeigen Wirksamkeit in Studien, allerdings auch nur eine begrenzte. Dies ist bezogen vor allem auf die Kombination Thymian-Efeu oder Thymian-Primel. In der offiziellen Hustenleitlinie wird der Einsatz von pflanzlichen Hustenmitteln beschrieben mit, dass es eine Option sei bei starkem patientenseitigen Therapiewunsch. Das heißt, wenn jemand das unbedingt möchte, kann man es auf jeden Fall versuchen, weil es eben eine Wirksamkeit gibt. Man muss sich aber einfach im Klaren sein, dass diese definitiv begrenzt ist. Und man darf nie vergessen, dass Medikamente auch Nebenwirkungen haben können. Das heißt, es gibt Überempfindlichkeitsreaktionen oder auch Magen-Darm-Probleme. Da sollte man sich einfach im Klaren sein, möchte ich es ausprobieren oder einfach lieber nicht. Wenn ein Kind wirklich eine ärztlich diagnostizierte Bronchitis hat und bitte auch nur dann, sollte Salbutamol über eine Inhalierhilfe gegeben werden. Dies ist wichtig, damit die Bronchien erweitert werden und so weiter. Gerade jetzt und natürlich eigentlich immer gilt, bitte kein Rauchen in der Umgebung deines Kindes. Gerade Kinder, die häufig Husten haben, profitieren wirklich sehr davon, wenn sie nicht in einem Raucherhaushalt leben. Und ja, auch Rauchen auf dem Balkon betrifft die Kinder in irgendeiner Art und Weise meistens. Auch bei Husten sollten Impfungen nicht zu kurz kommen, denn Impfungen wie Pneumokokken können vor Lungenentzündungen schützen oder die Keuchhustenimpfung gegen Keuchhusten und auch ganz wichtig im Herbst bzw. Winter zumindest einmal die Influenza, also Grippeimpfung, erwägen. Am Ende von dem Kapitel Was hilft denn wirklich, möchte ich noch einmal betonen, Geduld und Zeit und Vertrauen sind einfach die wirksamsten und effizientesten und auch schonendsten Heilmethoden. So, natürlich gibt es jetzt wunderbare, ganz viele Medikamente in der Apotheke, die man kaufen kann, die alle gegen Husten helfen sollen. Wie du vielleicht schon weißt, bin ich ein Fan davon, dass man einfach informiert handelt und dazu gehört auch zu wissen, was nicht hilft. Zum Beispiel Schleimlöser wie Acetylcystein oder Ambroxol haben keine bewiesene Wirksamkeit gegen Husten. Auch bei Echinacea oder Pelargonium, die zugehörigen Markennamen, kannst du einmal googeln, die sagen einem häufig mehr. Da gibt es einfach nur eine sehr schwache Datenlage, das ist eher nicht empfohlen und es kann bei letzterem, bei Pelargonium, sogar in seltenen Fällen zu Leberschäden kommen. Bitte, wenn es nicht so mit deinem Arzt besprochen wurde, auch deinem Kind nicht einfach so Salbutamol geben. Da kann es ebenfalls zu Nebenwirkungen kommen und wenn dein Kind keine Bronchitis hat, hilft es auch nicht. Antibiotikum, wie gesagt, hilft auch nur, wenn man den dringenden Verdacht auf eine bakterielle, zum Beispiel Lungenentzündung hat. Ansonsten ist es nicht notwendig, hilft nicht und kann auch hier wieder zu Nebenwirkungen oder anderen Nachteilen führen. Hustenstiller wirken nicht mehr als Placebo und können sogar gefährlich sein. Also nicht machen. Viele sind Fans von ätherischen Ölen. Das kann bei größeren Kindern und auch in verschiedensten Szenarien eventuell ein wenig helfen. Ganz wichtig ist, Menthol, Kampfer, Eukalyptus und Thymian als ätherisches Öl kann für Babys und Kleinkinder lebensgefährlich sein. Hier kann es zu Atemwegskrämpfen und Atemwegsstillständen kommen. Dies bitte also nicht ausprobieren.
Also wenn irgendetwas aus der Apotheke oder generell eurem Kind immer super gut hilft, also du einfach das Gefühl hast und es auch nicht schadet, dann darfst du das gerne machen, aber häufig ist einfach weniger mehr. Husten kann man normalerweise einfach zu Hause auskurieren, da braucht man keinen Arzt für. Es gibt ein paar Hinweise, da sollte man immer zum Arzt gehen, weil es einfach gefährlich werden könnte. Darüber hinaus, du kennst mich, ich sage immer, wenn du als Elternteil das Gefühl hast, deinem Kind geht es nicht gut, du machst dir Sorgen, dann ist es auf jeden Fall auch Hinweis genug. Zum Beispiel, wenn dein Kind ein Baby ist, würde ich immer früher als später gehen. Dann, wenn dein Kind dauerhaft eine schnellere Atmung hat als sonst, also fast schon hechelt oder einfach viel schneller atmet, als du es von ihm kennst. Achtung, bei Fieber atmen alle Menschen schneller, das heißt vor allem darauf achten, wenn dein Kind gerade nicht fiebert. Dann ist ein Zeichen für Atemnot, vor allem bei Babys und Kleinkindern, wenn sie Nasenflügeln, das heißt, wenn sich die Nasenflügel so hoch und runter bewegen beim Atmen, das signalisiert einfach erhöhte Atemarbeit oder auch wenn sich die Haut zwischen den Rippen beim Atmen so einzieht. Wenn dein Kind blasse oder bläuliche Haut hat, ist es natürlich auch ein Alarmzeichen. Auffällige Atemgeräusche, die du sonst nicht von deinem Kind kennst, sollten auch einmal abgeklärt werden. Hier empfiehlt es sich zum Beispiel auch, die einmal aufzunehmen mit dem Handy. Weil manchmal ist es ganz interessant und hilfreich für uns Ärzte und Ärztinnen, wenn wir dies einmal anhören können. Bei hohem Fieber oder zum Beispiel schlechtem Trinkverhalten ist es auf jeden Fall auch angeraten, einmal in die Praxis zu fahren. Wenn dein Kind ganz plötzlich aus dem Nichts anfängt, einen wirklich starken Hustenanfall zu bekommen und danach dann irgendwie immer wieder auffällig atmet oder hustet, kann dies ein Zeichen für das Verschlucken eines Kleinteils sein. Also, dass dein Kind ein Kleinteil in die Atemwege bekommen hat. Hier ist es immer wichtig, sofort zum Arzt zu fahren. Ich hoffe, das Thema Husten bereitet dir jetzt nicht mehr ganz so viel Kopfzerbrechen und schreib mir gerne in die Kommentare, was bei deinem Kind am besten hilft. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und bis zum nächsten Mal. Eure Nele.